Ah, zu da ist es allergische Reaktion. Howdy, du! Howdy, meine Eule! Ich kann mir nicht wirklich sagen, wovon das kommt. Willkommen zurück zu Mario Galaxy. Piu, piu, piu! Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Das ist das Aufnehmen seit langem. Wie lange haben wir jetzt schon einmal aufgenommen? ja, letzte Episode haben wir viele Welten freigeschalten. Deswegen werde ich in eine von diesen vielen Welten gehen. Die darfst du dann fertig machen. Die war beschissen. Peter, ich habe mir auch gesagt, dann die da oben soll es machen. Die da? Ja. Ich bitte darum. Na, das schaut schon wieder Schlingersand. Dann hast du auch Wüstenwelt, so wie ich ja. In Mario 64. Und damals in Mario 64 hast du nur gesagt, ja, zahlt mir voll, wird voll geil, bitte lass mich hinmachen. So habe ich es nicht gesagt, aber nicht ganz, aber es ging in die Richtung. Ja, ich habe gesagt, hey, ich mag die Wüstenwelt eigentlich ganz okay. Und ich so, ja, ich dann so. Oh, das ist die, oh baby, die ist geil. So fix ist die. Also die ist ziemlich scheiße. Ne? Boah, die ist ja lustig da. Da wärst du auch so ach, so lustig ist die. Witzig spritzig, Freunde. Witzig spritzig. Wer von euch kennt witzig spritzig? Das ist eine Werbung aus einer Werbung. Echt? Jo. Mama. Du brauchst lang, Mario. Hilft mir das irgendwie? Dass ich schneller. Wow! Ups. Was hilft dir, dass du dich erwischen lässt, oder was? Ja. Na. Ups. Naja, das ist das, wenn ich mich erwischen lasse, dass mir irgendwie weiter weg. Speedrunner-Trick oder was? Ja. Das ist so schneller über den Sand. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wissen wir, wo die Münze da ist? Ja. Wirklich? Wow! Na. It's a hu! Aber da ist ein Ding. Jetzt ist die Frage, soll ich da rein? Das ist die gleiche Geschwindigkeit wie vorher, bei ungefähr. Oder soll ich weitergehen, ja? Gehen wir eher gerne, ist nur Bonus-Scheiße. Ich hoffe's. Ja, immer. Ja, da bitte. Aha. Mach was Schönes draus. Hui! Bist du was? Du kriegst wahrscheinlich Leben, wenn du alle kriegst. Wir kriegen dann alle. Auf jeden Fall kriegst du alle, ist ja ganz easy. Na, die eine da wird's mal versauen und die da auch. Die eine da und die eine da. Was tust du? Weißt du, was du machst? Das hast du. Ja, Wunder. Jungs! Die eine da und die eine da haben sie mal versaut. Ja! Die prophezeit. Ja! Freunde, unser Sea-Domizil ist letztens fast abgebrannt. Ja, stimmt, ja, wir sind wahrscheinlich wir. Tot. Jetzt im Nachhinein, wo man sagen kann, dass es fast abgebrannt ist. Ja, ja. Ja, ja, jetzt hat es uns erwischt. Es war doch so, das waren die Nachwirkungen des Feuers. Genau, ja. Wir haben Rauchgasvergiftung gekriegt. Ja, kannst du sagen. Naja, gut, wie ich kann man bin, war kein Rauch mehr. Das heißt. Doch. Schon? Ja. Mir überhaupt nicht aufgefallen. Was? Dir ist ja nicht aufgefallen, dass es komisch riecht? Na, ja, du hast aber selber gesagt, du hast ziemlich viel gesprüht. Ja, dann, wo du schon da warst. Oh. Das war, wo du schon geschlafen hast. Da habe ich nochmal gesprüht. Oh. Tja. Ja, Freunde, wir da waren. Ist schon. Ja. Wir waren zieren, wie die wüden Hühner aus dem Hühner Zillertal. Die von dem Radio sind, wie heißen die Heidi und ihre Kinder? Mein Gott, die drei Huren. Warum ist sie da? Die ist einfach so. Ja, die ist mitten am Weg. Die gefällt mir. Okay, sehr gut, ja. Ja, jedenfalls, er hat irgendwie den Ofen angemacht nachts. Und es ist direkt auf der Herdplatte, die angemacht wurde, dann ein Brett gelegen. Ihr seht hier, wenn ihr jetzt gerade dran gedacht habt, das Büdel davon. Oder nicht? Oder nicht. Schauen, vielleicht. Ob ich dran denke oder ob wir es überhaupt einmal. Ob du dran denkst. Achso. Komm jetzt. Ah, diese Zeit begrenzt, gell? Mhm. Ja. Und wenn er nicht dran gedacht hat, dann ist jetzt alles blöd. Soll ich sie zweimal einbauen, wenn ich dran denke? Nein, nein. Aber wenn du dran denkst, dann musst du es nochmal einbauen. Okay. Aber wenn du nicht dran denkst, dann musst du es auch später einbauen. Oh, siehst du das? Was irgendwie Sinn macht, aber. Was denn? Du machst das zweite an und dann macht. Happy Birthday und so. Ja, Happy Birthday, Alter! Mario Odyssey erst Montag gewesen wäre. Ja. In Mario Odyssey kriegst du doch noch mehr für dein Geld. Oh, das bringt mich ganz ja, an. Ja, ja. Baby, das hab ich nicht gewusst. Meh, muss ich jetzt die ganze Scheiße nur nochmal. Bitte, danke. Meh. Ja. Oh, Freunde. Ja, ich geh da unten jetzt näher mal rein, weil das interessiert mich nicht. Statt dem schon mal gut. Ich glaube, das könnte die erste Mario Galaxy Folge sein, wo wir klatschen. Nur nicht. Ja, nur nicht. Nein. Wenn du es nur mal verkackst, dann schau auf jeden Fall, ja. Also, bitte. Vertraue auf meinen Körnen. Es ist die Wüste. Es ist ja, die Wüste bricht ein. Und die Wüste bricht ein. Weil es ist so wie bei Assassin's Creed. Es ist Au!
Das ist Origins übrigens. Ich muss weiterspielen, weil Assassin's Creed Origins. Ja, musst du nicht. Ja! Freunde, Assassin's Creed. Fucking Bayek von Fick mich. Origins ist unser nächstes Projekt. Freut euch drauf. Pfui. Na. Na? Na. Na? Na. Da spiel ich eher nochmal Save Jesus wie. Okay. Homer Simpson ist wieder da. Es ist nicht so schlimm gewesen eigentlich. Aber nein, es ist ziemlich gut gelaufen eigentlich. Ist eigentlich egal, aber ihr habt wenigstens ein bisschen City Escape wieder. Genau, und wir haben gerade gesagt, weil wir ja sowieso City Escape einbauen müssen, denken wir ja dran, dass wir das Büdel einbauen. Das heißt, ihr habt gesehen, weil ich dran gedacht habe, wie das verbrannte Brett ausschaut. Es schaut verbrannt aus. Wie ein verbranntes Brett, das schaut eigentlich nicht besonders aus. Nein, aber es ist mit Gefrierschrank. Es ist besonders, weil es uns passiert ist. Mann, Schnitten. Holy shit, stell dir vor, du warst da, oh baby, ich glaube, die bringen mich auf einmal um. Wirklich? Ja. Alles wird sie zerquetscht. Ja, stimmt. Und die schauen echt creepy aus. Ich meine, das ist irgendwie geil gerade, muss ich sagen. Ja, ist es ja, aber. Das ist eigentlich ganz cool. Nur dazu, dieses Gesicht, das sie dabei haben, wenn sie zerquetschen. Ja, das schaut ziemlich creepy aus. So, hey, ich bring dich um. Es ist nicht mal wie ein Gesicht, das sie bewegt, wie bei Worms oder so. Es ist einfach starr. Ja. Das macht es irgendwie noch viel schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Es wird ganz eng, pass auf. Habe ich mir fast gedacht. Damit wollen sie tricken, Alter. Ja. Yeah. Und tracken. Tricken und tracken. Tick, trick und track. Trick, 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 true. Wow. Boah, der Mann, wow. Der ist schon gescheit eng geworden, gell? Oh, baby. Und das ist der erste Checkpoint. Na, der zweite. Echt? Okay, yeah. Okay. Ah, da kommt der Bosskampf jetzt auch schon. Ja, ich glaube schon. Aber was für ein beschissener Bosskampf, lassen sie... Oh Gott, der Wurm oder so? Ist ja dumm, ist in der Geisterwelt dann fetten. Aber ich glaube, also, ich muss wirklich... Vor. Verstehst, ich muss in den Sand steigen, damit er kommt. Aber dann stehe ich sowieso wieder auf dem Stein. Ja. Ah, der da! Den habe ich gesehen, wie er Fangreif gemacht hat. Ja, den habe ich vor kurzem auch wieder gesehen. Der Mann ist cool. Gibst du mir das bitte? Danke. Es gibt, glaube ich, so einen Boss, der so ähnlich ist wie er, nur vollkommen Stein in der Geisterwelt im ersten Teil. Der kommt in dem Teil später nochmal vor, glaube ich. Ich muss den mit dem Maul schießen, Mann. Wenn er aufmacht. Aber öfter nicht mehr. Ja. Der so. Aber er macht dann länger auf, so wie jetzt gerade vorher. Ja, ja. So. Jetzt. Passt. Na, aber weiter. Oh. Plus Körper. Tja. Oh, Baby. Nein. 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 Aua. Alaba ist ein guter Fußballspieler und ein... Oh, ich bin der Alaba, ich bin der Alaba, ich bin seine Mama. Und ein Kinderkrieger und ein Werbefigur. Hey, hey, hey. Alaba, mein bester Fußballspieler. Er macht lustige Sachen auf dem Spielfeld. Macht lustige Sachen auf dem Spielfeld. Er macht einen Flickflack, Overduck, Fallrückzieher. Overduck? Ja. Flickflack over, Duck Fallrückzieher. Yeah. Wow! Können wir die Folge wow, Flickflack wow. Ja, so over? Fuck. So heißt sie. Flickflack over, fuck. Du hast gesagt over, Duck. Over, Duck. Fallrückzieher. Ja. Yeah. Flickflack. Over, fuck, Alter. Jetzt. Shit. Ich brauch das da, ich brauch das da. Ich brauch der Coin. Ja, aber jetzt stirbst du. Gib mir der Coin, gib mir der Coin. Gib mir der Coin. Gib mir der Cake. I want a cake. I want a cake. I want that cake. Gib mir der Cake. Fucking Nicolas Cage, Alter. Shit. Kann ich das kaputt machen? Ja. Nicolas Cage ist mein Vater. Gib mir den Kick. Gib mir den Kick. Kannst du aufhören damit? Du bist ein Arschloch. Alaba ist ein Testimonial. Ein, bitte was? Das ist eine beschissene Werbefigur. Oh, ja, Mann. Der ist ein good level. Die ist ein cooler Show. It's a cooler Show. Also, wenn wir haben es erst schon wieder gerochen. Dass die Scheiße wird. Ja, sicher, ich hab's gerochen, deswegen hab ich die rochen lassen.
Komm, gib ihm. Ja. Frisch alles zu holen so. Ja, sehr gut. Das geht mir. Jetzt will ich mir nur eine Feuerblume schlagen. Yes. Ah, oder was? Nein, das war nicht. Oh, Baba Yaga. Was kommt denn da jetzt dabei raus? Schießt du jetzt Sand? Nein. No. Hä? Was, die sind schneller wie er. Ist das das Gimmick von den Dingen? Ich glaube. Sie sind schneller wie er. Oh, hallo. Hallo. Oh, und er macht schneller zu wieder. Ja. War ja auch schon was. Ich muss aber noch einmal gescheit eine treffen. Und er kann schießen, während er den Maul aufmacht. Ja. Jetzt schießt. Ja. Boah, das war knapp gar nicht. Alles gut, Fallout Boy. Ist ein guter Band, ja. Kennst du den Vault Boy, den sie beim GameStop gehabt haben, um 1,50? Ja, den hätten wir echt kaufen sollen. Eigentlich schon, jetzt im Nachhinein. Im Nachhinein denke ich mir, ja, warum habe ich ihn nicht gekauft? Ja, warum um 1,50? Ja, wir haben ihn halt schon einmal, eben, das ist Problem. Eben, das ist es, ja. Unser anderer hat mir auch sofort gekauft. Weil es gibt ja verschiedene. Ja, scheiße. Jetzt haben sie seine Verpackung, die verkaufen es um 1,50. Ah ja, was denn? Haben sie den Zettel da reingekriegt von wegen der oder so? Genau, irgend sowas. Ja. Na, da haben sie Ding, ein Zettel reingegeben, wo WLAN-Kabel drin ist. Ja, WLAN-Kabel. WLAN-Kabel. Ah, WLAN-Kabel, das war's. Ja, genau, WLAN-Kabel. So ein Scheißwitz, den wir anscheinend. Vergiss das, ja. Oder? So ein Schwachsinn. Hey, ich bin fett. Wow, den kannst du dann machen. Auf jeden, Digga. Weil das hat mir in der letzten Folge, muss ich ehrlich sagen, ziemlich gefallen, wie du dann da so Eislaufen warst und mit König Bekanntwurst, na Prinz ist es. Prinz Bekanntwurst und. Und ich den Song geschrieben habe. Jo, der ist auch schön. Den machen wir mal fertig. Da arbeiten wir dran. Das ist dann wirklich ja komplett uns. Also die Musik müssen wir auch selber komponieren. Ja, leider. So. Die spektakuläre Schlinger sind so fertig. Mir fällt der andere Song fast besser, denn bei dem Gravitationsding. Ja, der ist super. Der ist super mit deiner Mama, sagt, das ist okay oder so. Genau. Ja. Der Ende ist zwar irgendwie komisch, aber der Anfang ist gut. Ja. Der Anfang ist echt gut. Ja, der ist wunderbar, der Anfang. Das war wunderbar. Was? Ja, wie bei der kleinen Avengers Verarsche. Das sagt es dann auch irgendwie. Wenn er anfängt, ich glaube, das war sogar das mit SS Bilture, Fußball, Tennis, Penis. Mm. Und dann sagt, glaube ich, Captain America, das war wunderbar. Mm. Stimmt. Und dann nur Iron Man so, Alter, spiel mal Minecraft. Hä? Weißt du nicht, was Minecraft Gott. Ist? Ich war ja gestern am Zug. Ja. Nicht am Zug, sondern ich war im Zug. Und da waren. Ja. Wow. Oh, nicer. Da waren beschissene Jugendliche. Mhm. Das geht mit dir mit. Oh shit. Nice. Hey, der war gar nicht mal so schlecht. Die haben über Minecraft geredet. Mhm. Und angeblich gibt es am Minecraft jetzt einen dritten Modus. Mhm. Weil es gibt ja die Online-Modi und so, aber die interessieren ja keine Sau. Und es gibt ja Überleben, Creative. Ja. Überleben. Und jetzt gibt es anscheinend nur Abenteuer. Was ist denn Abenteuer? Und so wie sie es erklärt haben, ist Abenteuer wie Überleben, nur dass du nichts abbauen kannst. What the fuck? Ja. Das ist doch voll der Scheiß. Warum? Ja, warum tue ich das? Warum sind die Minecraft spielen, oder dass wir es abbauen können? Ich hab's mir gerade gedacht. Warte mal, das Ding dreht sich so mit mir mit, glaube ich. Ja, passt sehr gut. Dann springst du ab. Ja. Im richtigen Knopf. Auf jeden Fall ziemlich beschissene Idee, muss ich sagen. Ja, ziemlich. Was es gibt, ich weiß nicht, ob die. Ist Notch behindert oder? Ja, ist er, aber das ist was anderes. Er ist halt mit Kojima. Ja. Keiner ist Kojima außer Kojima. Was ich auch vor kurzem erfahren habe, du im Metal Gear Solid 2 gibt es ja den Papageien von II. Ja. Der ist ja, oder der ist kommt so nicht wirklich vor irgendwie, der ist irgendwie. Ja, aber der ist ja in einem Käfig, in dem Raum. Ja. Oh Gott, das ist wie in Mario Sunshine. Mario Sunshine ist das schlimmste Level. Es ist nur viel größer und keine Ahnung. Das wirst du dann schon sagen, wo ich spiele. What the fuck? Das heißt, das macht es. Achso, ja, aber es kommt so wieder. Der Papagei in dem Ding. Ja. Der kann Sachen lernen. Zum Beispiel? Zum Beispiel kannst du mit ihm interagieren, das heißt, du redest mit ihm und er lernt deine Sätze, die du zu ihm sagst, als Raiden. Dann kannst du, wenn er einen Alarm auslöst, dann kann er den Alarmsound nachmachen.
nach einer Zeit, wenn du einen Ofen... Irgendwo Kacke. Wenn du einen Ofen auslöst. Und er kann die Phrasen, die die Typen sagen, die... Weißt du, die deine Gegner. Wie da ist er oder sowas. Ja. Wann er die sieht oder was war das? Das kann er auswendig lernen und kann dann sagen, wann es wieder Ja. Das ist geil. Und wer offen gesagt. Ich meine, ich wollte gerade sagen, das bringt überhaupt nichts. Nein, gar nicht. Das macht er keiner. Es ist so, wie dass du in Metal Gear Solid 1 einen Schnupfen kriegen kannst. Ja. Das wollte ich nie ausprobieren. Das hat mich nie so gereizt, dass ich sage, das muss ich probieren. Nein, nicht. Das ist halt nur weniger hilfreich, weil... Ja, sicher. Weil dann wirst du leichter gesehen oder was. Metal Gear Solid, Freunde, eine wunderbare Spielserie. Und die sehen draußen deine Fußspuren. Das ist schwul! Ja, der folgt dir. Oh! Komm da her. Deswegen hat er rote Augen, weil er dir folgt. Weil er verrückt ist? Du verrückter Penner, das, Alter. Das, du darfst übrigens gar nicht angefangen, gell? Das ist mir bewusst, ja. Hat er mal gesagt. Ja. Du bist auf einem Schild gestanden. Echt? Ja. Ein Totenkopf, oder was? Ja, und da ist er so gestanden, nicht runterfallen. Oder irgendwie so bloß nicht runterfallen, oder irgendwie sowas. Wenn man denkt, okay, ich check schon, wenn ich da runterfalle, dann ist es wie da bei Mario 64, wo ich dir immer gesagt habe, wenn du mit dem Scheißpanzer unterwegs warst, Kante. Ja, die Sandkante. Ja. Die tödliche Sandkante, die habe ich nie erwischt. Ja, einen Stern mache ich noch. Einen Stern machst du noch? Ja, Baby. Den da. Den mache ich. Echt? Ja, ich wirkt schon schwach, gell? Hey, ich bin fett. Ich habe ihn vermisst. Wieso? Was ist denn das, weil ich mag? Er ist ein guter. Ja, das kannst du machen. Da gibt es aber noch einen Schwindelschwank. Ach Gott, nicht schon wieder. Auf geht's! Gemma, Schwindelschwank, Schwuler. Zank. Simmering, du Arschloch. Der wirre Weltraumspaziergang. Ja, das ist. Weißt du eigentlich schon, was das Simmering ist? Wie viel Tage Bezirk? Ist übrigens ein Bezirk in Wien, falls ich. Ich sag, es ist der 18. Kannst du jetzt gern? Boah, die gingen so schnell aus, die Batterien. Bist du der? Obwohl du sagen musst, wir haben ziemlich viel gespielt. Ja. Da kommt dann eh noch ein bisschen was, Freunde. Wir haben auch viel gespielt, was wir zwar irgendwie aufgenommen haben, aber nicht wirklich. Aber nicht verwenden können, ja. Ihr könnt euch also nicht auf Sachen freuen, die wir jetzt nicht sagen werden, weil wir wollen euch den Spaß nicht verderben. Genau. Ist der 11. 11. Wiener Bezirk. Der 11? Ja. Hm. Ja. Passiert. Und was, je niedriger die Zahl, desto besser ist, oder? Und wie viel gibt's? Keine Ahnung. Viel. Zwei auf jeden Fall. Dann suchen wir mal Wiener Bezirk. Ach, bist du ein Arschloch? Ich? Achso, nein, nicht du. Ja. Ich meine, ja, aber... Innere Stadt. 1, 2, 3, 4, 5. Maria. Eine weitere Zeile? Weiter? Das schaffen wir schon. Weiter? Ich will nur eine. Eine weitere Zeile? 1, 2, 3, 4, 5, 12 gibt's. 12 Bezirke? Nein, gar nicht. Ich denk mal gerade, allein Unterkring ist der 16. Es geht da noch weiter, es sind 24. Die habe ich übersehen. Oh, Baby! Oder 23, wenn die letzte Zeile ohne der Ding ist. Also entweder 23 Bezirke oder 24. Fucking ass. Sucking on my titties like they wanna be calling me. Fuck! Ja, das funktioniert nicht, oder? Die Frage ist die Münze da drin? Da. Das geht nicht, weil es an sich schon mal nicht möglich ist. Du musst die Schwerkraft umkehren. Stimmt. Ich denk mal gerade. Ich hab's versucht, aber... Aber es geht, you try so hard. Schau mal, das ist Wien. Wir sind Wien. Siehst du ganz links? Das ist ein Bild. Ja. Das ist ein Bild mit... Mit ganz vielen Jugendlichen. Ja. Und ganz links ist eine Person, die raussticht aus der Masse. Wir sagen jetzt mal nicht warum. Aber ihr könnt es euch denken. Ihr könnt es euch denken bei uns. Ist er 23, weil du 24 denke ich, ne? 23 Bezirke. Ist es dann sowas wie Distrikt 12 und der ist ausgelöscht worden? Du musst aber sagen, der 11. ist ganz außen. Hm. Ja, und weiter? Ja, weil du sagst, von innen nach außen wird es immer beschissener. Ja, von der Zahl her, glaube ich. Soll ich da jetzt runtergehen? Nein, oder? Nein. Ah, das ist sogar zeitbeschränkt. Ja. Fax hat sich Arsch. Sie dran sich sogar auch um.
Komm, Arschloch. Simmering, du Penner. Es kann sein, dass da ein geheimer Stern in der Röhre war und die Röhre kannst du betreten, indem du ganz schnell nach unten schierst und dann auf die Plattform, weil da waren ja Plattformen. Ja. Auf die Plattform, ich probier's im nächsten Part vielleicht. Da musst du dann direkt perfekt landen. Ja, ja, musst perfekt landen. Direkt perfekt. Ja. Das könnte dann eine Marke von Puma sein. Direkt perfekt. So wie mein Rad, Bein hart. Wow! Hier, was ist genau das? Ist wieder für ein Kacker. Ja, große Kacker. Diese Dinger sorgen für einen Zoom. Für uns. Ach so. Diese blauen. Damit ihr einen Zirkus auf mich zukommt. Ja. Was irgendwo im Prinzip einen Sinn macht, einerseits. Andererseits irgendwo nicht, weil wieso sollte Mario einen Zoom? Ja, weil irgendwer vom drauf hängt. Nur dazu wie, ja. Oh, da ist sie. Ah, hallo. Was hast du für Mario, wenn gezoomt wird? Wart. Ja, du musst ganz schnell auf die Plattform. Ja, so, ja, jetzt. Okay. Was? Nein, es kann heißen, dass die Dinger seine Augen verdecken und deswegen sieht er keinen. Bam! Bam! Kannst du da vielleicht eine zweite Gruppe machen davon? Ja, Mori. Ich verstehe gerade echt nicht, wie das funktioniert. Ich baue eine Zeitlupe davon ein. Übrigens, wenn du da elektrisiert wirst, kriegt ja Mario das Skelett, was er in Mario Odyssey als Kostüm kriegen kann. Das ist cool. Ich mag das Skelettkostüm. Ja, ich hab's auch. Nur dazu, da, wo wir das Büdel gemacht haben mit dem Bäder. Ja, ja, das haben wir auch gefallen. Ja, das war jetzt natürlich super gescheit. King. Fucking my titties. Like you want. Na, die Münze. Ja, ich hab sie gerade so geil erwischt. Aber es ist wurscht, wir werden es jetzt in Zeitlupe passieren. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das war ein glorreicher Moment, der wird nicht wieder weg da. Manche Sachen bleiben an im Leben, verstehst? Ja, bis. Zum Beispiel. Aber ich kann ein Lied davon singen. Gibt es mittlerweile auf iTunes, Freunde. Ich und mein Herpes. Oh, ey, da will ich voll nichts sagen. Und that Herpes got me hard. Der Herpes. Ja. I like me some Herpes. I like me some Herpes. All you need is Herpes. All you need is Herpes. Machst du das nochmal so? Ja. Na! Okay. Oh Gott, du bist da. Ich ist ein gescheiter Spackenhaar. Ich ist ein Hure so. Ich bin ein Hillinger. Ich leck mir aber schon. Hillinger, Freunde. Kennst du den Hillinger? Das ist ein Wein. Mogul. Holy shit, Alter. Warte. Ah, ich war schon wie. Geh mal. Na! Ich muss es so perfekt timen, dass ich dann. Egal. I wanna be alive, I'm alive. Fuck alive, I tell you, mother, I love you, I wanna hold you, I wanna run on this dream. I'm alive. Post-apocalyptic scavengers. Bypassing override, bypassing override. Wann kommt endlich Rick and Morty? Stimmt, da warten wir jetzt auch schon wieder Zeitl. Mama! Boah, ich hab mir noch das was. Warte mal, es ist schon wieder Zeitl. Steh dir um jetzt. Nach rechts. Nach rechts? Ja, sicher. Ja, jetzt nimmer. Ja, jetzt nimmer. Ach so, oh, du? Fuck. Ja, gut. Oh, wow. Jetzt spring. Oida. Okay, das hab ich nicht eingesehen. Oh, du hast es geschafft. Das war nicht okay eigentlich. Aber das war. Warum bin ich da jetzt so geschafft worden? Ich war drüber. Okay, Freunde. Wir werden die Episode hier beenden, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem verbrannten Brett haltet. Und Abo, Like, Anzeige. Abo, Like, Kommentar. Was? Anzeige? Anzeige, bitte. Wegen Selbstgefährdung. Wegen Rassismus, Freunde. Howdy do. Wow, bitte nicht.